Ja, da haben wir Klaus Augenthaler. 200-300 bayerische Fans sind heute extra wegen ihm nach Ried gekommen. Knapp 5000 Zuschauer bei bitterer Kälte, Stimmung aber dennoch gut. Dazu ein heftiger Wind heute Nachmittag in Ried. Und hier ein GAK-Fan mit dem Emblem von 1860 München drauf. Vielleicht hat er das Match gegen Rapid nicht gesehen. Der GAK von links nach rechts in den roten Dressen. Etwas klarer Favorit nach Ried gekommen, der Tabellenzweite. Überraschenderweise heute mit Ramusch und Sabitzer im Angriff. Aber zunächst die Riede über Drechsel. Und da kommt er etwas zu kurz. GAK verteidigt. 0 zufrieden war. Naja gut, der Zuschauer, der ist natürlich wahrscheinlich nicht so zufrieden, nur der fachkundige Zuschauer hat gesehen, dass hier die Taktik eine große Rolle spielte und dass Spiele auch mit der Taktik entschieden werden und wir sind natürlich gegenüber dem GAK von der Qualität her die zweiten Sieger und so müssen wir viel mit der Taktik wettmachen und natürlich auch nach vorne spielen, aber der Siegestreffer blieb uns verwehrt und deshalb sind wir mit den Unentschieden zufrieden und der Zuschauer, glaube ich, sollte das auch so sehen. Sie haben den Eindruck auf mich gemacht, dass Sie nicht sehr zufrieden waren mit Ihrer Mannschaft heute. Nein, sicherlich nicht, weil wir die zweite Halbzeit nicht mehr Fußball gespielt haben. Wir haben uns Ried angepasst und haben nur noch gewartet, was Ried macht. Und durch den Wind haben die mit langen Bällen agiert und wir haben nicht mehr versucht, das Spiel aufzubauen oder nach vorne zu spielen. Glauben Sie, dass Ihnen dieses Spiel heute noch lange in Erinnerung bleiben wird? Nein, das habe ich jetzt schon abgehakt. Können Sie sich an einen Heimspiel erinnern, wo Sie so wenig zu tun gehabt haben wie heute? Das ist schon lange her. Haben Sie es irgendwann mal bereut, dass Sie heute nicht die langen Hosen angezogen haben? Ja, zweite Halbzeit ist mir schon ein bisschen kalt geworden, aber es gehört dazu. So, und in unserem nächsten Spiel, da treffen wir und im dritten Jahr Meister.